sind jede Menge Fotografen unterwegs, um das festzuhalten. Man könnte das allerdings auch zeichnen und das sehe dann ungefähr so aus. Das habe leider nicht ich gemacht, so gut bekomme ich das nicht hin, sondern Omar Jaramillo. Er ist ein Urban Sketcher. Das ist sozusagen die moderne Version des Stadtzeichners. Das sind Künstler, die das Leben in der Stadt durch ihre Zeichnungen erzählen, die Menschen und Momente festhalten. Wir haben die Urban Sketchers durch Berlin begleitet und sind mit Omar an die Orte gegangen in Berlin, die ihn derzeit am meisten interessieren. Einen Stift, einen Block, einen kleinen Aquarellkasten. Mehr braucht Urban Sketcher Omar Jaramillo nicht. Naja doch, ein Motiv. Wenn ich dich nicht schön zeichne, sei nicht böse. Heute zeichnet Omar Jaramillo beim Verein Bantabar. Er arbeitet als Illustrator, wohnt in Kreuzberg und interessiert sich für Flüchtlinge, die hier Deutsch lernen. Die meisten sind über Lampedusa aus Westafrika gekommen. Ich mag es hier, weil es echt ist. Die Leute sind echt. Und ich erfahre etwas über die Probleme von Flüchtlingen. Aus erster Hand, statt aus den Nachrichten. Die meisten westafrikanischen Länder sprechen Mandinka. Ursprünglich kommt die Mandinka-Kultur aus Mali. That's where the origins of Mandinkas were from. Wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden zu zeichnen, kann ich direkt an den Augen schauen. Es könnte jemand, den ich vorher nicht kannte, aber der Moment, der unsere Blicke sich treffen, kann ich vielleicht etwas von die Seele dieser Person in meine Zeichnung greifen. Urban Sketching, wörtlich städtisches Skizzieren, das sind gezeichnete Stadtansichten. Eindrücke von Momenten und Menschen. Sie sollen wahrhaftig und immer vor Ort gezeichnet sein. Die Zeichner veröffentlichen und kommentieren sie im Internet. So sieht es aus, wenn die Berliner Urban Sketcher in der Gruppe zeichnen. In der Markthalle in Moabit. Also das habe ich bis jetzt gemacht hier. Ist noch nicht fertig, kommt natürlich noch Farbe rein. Hier bin ich mal vom Vordergrund ausgegangen, von diesem großen Holztisch und arbeite mich dann einfach nach hinten in diese Halle vor. Sich gemeinsam intensiv mit einem Ort auseinanderzusetzen, sich zu vergleichen und auszutauschen. Das macht für sie den Reiz dieses Netzwerks aus. Tja. Die Älteste hier ist 77, der Jüngste 26. Viele sind Architekten oder Illustratoren. Thomas ist pensionierter Förster. Profis sind dabei, Laien sind dabei, ist egal, wie gut oder wie schlecht, in Anführungsstrichen, er ist. Jeder kann da mitmachen. Das finde ich eben ganz toll. Und auch Jung und Alt nicht zu vergessen. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass man mit jungen Leuten Kontakt hat, dass die plötzlich die Stadt ganz anders sehen, als man sie selber sieht. Bei Omar Jaramillo hinterlässt die Begegnung mit den Männern aus Gambia trotzdem den stärkeren Eindruck. Wenn du Leute kennenlernst, findest du das Echte. Deswegen komme ich gern hierher. Du kannst auch in Cafés und Bars gehen und Leute da zeichnen, klar. Aber die Geschichten hier, die sind einfach interessanter. So, das ist auch fertig.